Geschichten machen unser Leben bunt. Sie bewegen unser Herz, nehmen uns mit auf ganz ferne Reisen, bringen unsere Fantasie in Fahrt. Sie lassen uns träumen. Geschichten wirken aber genauso in der Realität. Sie lassen uns so über etwas zum Beispiel ganz neu nachdenken. Ich denke, viele von euch haben vielleicht einen Fernseher zu Hause und werden sich damit die eine oder andere Unterhaltungssendung ansehen. Moderne Geschichten sozusagen. Alle meine Kinder, als sie noch klein waren zumindest, liebten es, zusammen mit mir auf dem Sofa zu sitzen und Geschichten vorgelesen zu bekommen. Und ich selbst liebe es auch heute noch, Hörbücher anzuhören und damit ja auch Geschichten vorgelesen zu bekommen. Auch unser Herr Jesus hat seinen Jüngern wie seinen Zuhörern Geschichten erzählt. Damit macht er ihnen die Welt nicht nur bunter. Nein, mit diesen Geschichten illustrierte und veranschaulichte er ihnen eigentlich ganz komplexe Sachverhalte, dass die Jünger wie auch die Zuhörer die gewonnenen Erkenntnisse in ihr Leben übertragen konnten. Heute möchte ich auch eine solche Geschichte aus der Bibel aufgreifen, um mit euch gemeinsam zu versuchen, auch für uns etwas in unser Leben zu übertragen. Mein heutiges Thema, wie ihr schon gehört habt, für diesen Gottesdienst ist das Streben nach dem Segen Gottes. Vielleicht ahnen von euch schon einige, welche Geschichte ich mir ausgesucht haben könnte aus der Bibel. Hat jemand eine Idee? Ich habe mich für Jakob entschieden. Dazu lese ich den Bibeltext aus dem 1. Mose, das Kapitel 32, die Verse 23 bis 31. Es geht um Jakobs Kampf am Fluss Jabbok. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabboks, nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte, und er blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn er sprach: Ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Ich habe mir also Jakob ausgesucht. Was fällt euch denn zu Jakob alles ein? Ich denke, die meisten von euch werden die Geschichte kennen. Wir haben natürlich nicht die Zeit, sie ins Gesamten zu lesen. Und zu Jakob, denke ich, gibt es da einiges zu sagen. Mir fällt da vielleicht ein, Jakob der Betrüger, der Lügner, aber auch vielleicht Jakob der Kämpfer, der Namensgeber Israels, der Überwinder oder aber vielleicht auch Jakob der Gesegnete. Ich weiß, Jakob war kein Musterbeispiel von Mensch. Er war ein Mensch, welcher seinen alten, hilflosen Vater betrog. Und das ganz vorsätzlich, um etwas sehr Wertvolles zu erhalten. Den Segen. Ich liebe die Bibel, weil sie so ehrlich ist. Keine Lobhudelei. Hier an dieser Geschichte ist das gut zu erkennen. Jakob wird nicht als Übermensch ohne Fehler dargestellt.
trotz dass er immerhin zum Namensgeber des israelitischen Volkes wird. Menschen bleiben reale Menschen. Keiner ist ein reiner Überflieger, zu dem man als Normalsterblicher, so wie ich, keinen Bezug hat. Es geht hier in dieser Geschichte natürlich nicht darum, zu betrügen, um eigene Ziele zu erreichen. Das ist nur gewiss nicht der Inhalt dieser Erzählung. Aber diese Schilderung aus Jakobs Leben zeigt uns den Wert des Segens. Segen spielt in Jakobs Leben eine wirklich ganz außergewöhnliche Rolle. Er tut wirklich alles dafür, sogar seinen alten Papa betrügen. Wie schon erwähnt, betrügt er ganz hinterhältig. Das ist sicherlich nicht der richtige Weg, um Segen zu erhalten. Schon zu Beginn dieser Geschichte erkauft er sich das Erstgeburtsrecht. Viel später, wie wir gelesen haben, wird er mit Gott kämpfen, bis er dessen ersehnten Segen erringt. Esau, sein Bruder, scheint der Segen nicht so viel zu bedeuten. Er verkauft diesen mit seinem Erstgeburtsrecht. Das ist übrigens in den älteren Lutherbibeln schön erklärt mit der Überschrift. Esau sieht, was er vor Augen hat. Er lebt im Hier und Jetzt. Die Frage für mich, vielleicht auch für euch, ist er damit eigentlich ein Realist, Esau, im Gegensatz zu Jakob? So wie ich das begreife, hat Esau die Mühen der Arbeit vor Augen, die täglichen Sorgen und Nöte, die jeden Menschen beschäftigen. Sicherlich jagt er ebenso wie auch andere seinen Wünschen nach Erfolg und Anerkennung hinterher, möchte sich etwas schaffen, etwas aufbauen. Ganz gewöhnliche Dinge werden ihn beschäftigen. Ganz Grundsätzliches ist zu erledigen, um zu essen, zu trinken, wohnen zu können, ja, aber auch um zu genießen, wie sich abzusichern. Zum Beispiel Wintervorräte anlegen. Und hier an dieser Stelle finde ich mich selbst in der Geschichte wieder. Meistens scheint es mir, bin ich ein Esau. Meine Arbeit, die hält mich ganz schön auf Trab. Auch meine Familie fordert von meiner Kraft oft viel. Und gerade meine kleinste Tochter wirklich alle meine Aufmerksamkeit, die ich aufbringen kann. Hinzu kommen bei mir, wie denke ich bei euch auch, Hobbys. Ich bin gern auf dem Wasser unterwegs und angel auch mal ganz gern. Dazu kommt das Ehrenamt in der Freiwilligen Feuerwehr und wie auch jetzt hier, das in der Kirche. Ich will jetzt nicht anfangen zu barmen oder um Lob bei euch zu betteln. Nur ich möchte etwas, was mir wichtig ist, aufzeigen. Und vielleicht darf ich jetzt sagen, uns aufzeigen. Nämlich, viele Dinge können uns ablenken von einer sehr wichtigen, aber eben oft ungenutzten Hilfe. Die Ansprüche, welche wir an uns selbst haben, an unser Leben, die werden nicht plötzlich weniger werden. Und dazu kommen die Ansprüche, die andere an uns und unser Leben haben. Wir können sie nur teilweise verändern, neu ordnen und sortieren. Aber wir haben nicht die Macht, zumindest ohne deutliche Konsequenzen zu akzeptieren, plötzlich sorgenfrei zu sein, ohne Verpflichtungen ein vergnügliches Lotterleben zu führen. Ich denke, Jakob hatte das verstanden. Aber auch er wusste insbesondere, was Segen bewirkt. Auch er war sich im Klaren, was schwere Arbeit bedeutet. Er diente ja viele, viele Jahre bei seinem Schwiegervater und wurde auch betrogen. Den Segen Gottes, das glaube ich zutiefst, verlor er aber dabei nie aus dem Sinn. Dieser Segen ließ ihn neben seiner schweren Arbeit schon mal sehr erfolgreich sein. Bei mir selber ist das, wie ich schon sagte, manchmal recht seltsam. Eigentlich sehne ich mich nach mehr an Gottes Segen, vergesse aber oft, darum zu bitten, so wie heute Morgen zum Beispiel auch. Ich kann mich sogar an einen Tag erinnern,
an dem dazu aufgerufen wurde, den Segen Gottes beim segnenden Gebet zu empfangen, bei einer ähnlichen Veranstaltung wie heute. Meine liebe Frau hatte mich dazu deutlich ermuntert, mir doch den Segen Gottes abzuholen. Irgendwas schleppte ich damals mit mir herum, an Sorgen oder ähnliches, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich weiß noch eins, aus Feigheit oder auch aus Hemmungen heraus weigerte ich mich, diesen Segen abzuholen. Ich denke, damit habe ich echt was verpasst. Wie soll Gott mir beistehen, mich segnen, wenn ich nicht will? Da verstehe ich mich eigentlich selbst nicht. Und eine Frage für uns alle, die ich sehr wichtig finde. Welcher vernünftige Grund sollte uns abhalten, Gottes Segen anzunehmen und zu erbitten? Jetzt würde ich die Franzi bitten. Ja, Jens hat mich gefragt, ob ich einfach mal kurz davon erzähle, wie ich so einen Segen erlebt habe. Also ganz kurz nur, um den Rahmen dafür zu wissen. Ich bin christlich aufgewachsen und im Alter von ja so 12 Jahren wollte ich wirklich Jesus mein Leben selber geben. Aber es gab bei mir ganz viele Zweifel. Von wegen, bin ich wirklich sein Kind? Reicht das aus? Und es hat mich total fast ein bisschen fertig gemacht. Und es gab eine Freizeit, in der ich danach zu jemandem gegangen bin, der, wo ich einfach um das Gespräch gebeten habe. Und es gab tatsächlich dort auch ein Gebet und auch ein Segen. Und der Segen war vor allen Dingen auf Grundlage von Gottes Wort. Und das hat mir so eine Befreiung, so eine Freude und so eine tiefe Liebe zu Jesus gegeben, dass Zweifel, die manchmal noch so kamen, dadurch entmachtet waren. Also dass es Segen durch Gottes Wort ist, so was von tief. Und ich möchte euch nur kurz diesen Bibelvers einfach mal mitgeben, der mich so bewegt hat und der für mein ganzes weiteres Leben enorm fundamental war. Der steht in Jesaja 43, viele kennen ihn wahrscheinlich schon. Aber jetzt sagt der Herr, der euch geschaffen hat, ihr Nachkommen von Jakob, Israel, der euch zu seinem Volk gemacht habt, habt keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und du gehörst mir. Und diese Worte waren für mich einfach so tief, dass ich wusste, ich gehöre zu Jesus. Und dieser Segen, den ich da empfangen durfte, der hält bis jetzt an. Und hoffentlich weiter. Danke. Ich möchte auch noch auf eine weitere Frage näher eingehen. Vielleicht stellt der eine oder andere von euch sie sich auch. Was ist Segen eigentlich genau, beziehungsweise das Segnen? Das klingt ja eigentlich fast nach Zauberei. Ein kleines Gebet und ich bekomme alles, was ich will? Natürlich nicht. Es bedeutet erstmal ganz grundsätzlich Gutes wünschen. Gutes über jemanden aussprechen, im Wissen, dass Gott zu diesem Gebet steht, er sozusagen sich dazustellt, dahinter stellt. Er allein bleibt der Ausführende. Das ist ganz gut beim aaronitischen Segen zu erkennen. Dazu lese ich euch aus dem 4. Mose 6 ab Vers 23 vor. Rede zu Aaron und zu seinen Söhnen. So spricht Gott hier zu Mose. Und sprich, so sollt ihr die Kinder Israel segnen. Sprecht zu ihnen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israel legen und ich werde sie segnen. Gott ist der Handelnde, wir seine Werkzeuge. Wir selbst sollen Segen und segnen.
So spricht schon Gott zu Abraham. Also auf der einen Seite im Namen Gottes positive Dinge in das Leben sprechen. Auf der anderen Seite ganz praktisch Gutes tun und wirken. Hier passt der Römerbrief sehr gut dazu. Dazu lese ich euch aus Römer 12, die Verse 14 und 20 bis 21. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und fluchet nicht. Aber wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Denn wenn du dies tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Weiter geht's im 1. Petrusbrief 3, der 9. Vers. Achtung, segnet, weil ihr dazu berufen seid. Also, nicht nur der Pfarrer soll segnen und Gutes tun. Nein, natürlich nicht. Auch hier zeigt die Bibel, wie es geschehen soll. Wie eben auch in der Jakobsgeschichte zu erkennen ist. Erst segnet Jakobs Vater Isaak seinen Sohn, später segnet Jakob selbst seine Kinder. Und was könnte schöner sein, als mit dem Wohlwollen Gottes Gutes in das Leben unserer Kinder hineinsprechen zu dürfen. Da steht Gott dahinter. Denkt sogar weiter an Bileam, den Götzenpriester. Dieser wurde von Gott sogar gezwungen, das israelische Volk zu segnen, anstatt es zu verfluchen, so wie es ursprünglich von den Feinden geplant war. Segen und Segnen liegt also bei Gott. Dieser kraftvolle Barach, so das hebräische Wort für Segen, begegnet uns schon ganz zu Beginn in der Schöpfungsgeschichte, also schon im 22. Vers. Und das zieht sich bis heute. Hier bei uns in der Kirche geschieht eine Segnung zu vielen Gelegenheiten, wie bei Hochzeiten oder am Ende des Gottesdienstes. Auch ein Pfarrer wird ja zum Dienst eingesegnet. Aber ein Segen ist nun mal nicht auf Gottesdienst, auf das Kirchenhaus begrenzt, wie wir jetzt erkennen dürfen. Ein Segen gehört in das ganz alltägliche Leben. Und das wünsche ich mir für mein Leben wie auch für das eure. Schon Jesus segnete das tägliche Essen, Kinder, welche ihm begegneten, oder seine Jünger. Aber auch eben am Jakob, an unserem großen Vorbild, wegen seines Nachjagens nach dem Segen, können wir uns orientieren, nicht an seinen Fehltritten. Aber eben sehr wohl, wie sehr es sich lohnt, nach Gottes Segen zu streben. Also jeden Tag neu. Strebt jeden Tag nach dem Segen Gottes. Ich zum Beispiel bemühe mich morgens wenigstens ganz kurz zu beten, bevor ich starte. Dabei lege ich mich selbst, meine Frau, die Kinder und den Tag in Gottes Hände und erbitte dafür seinen Segen. Erbitte seinen Segen für meine Entscheidungen, die ich treffen muss, und lege weiter meinen Segen als Vater über meine Kinder. Und auch hier kann ich euch berichten, das Leben ist oft schneller als alles andere. Die Predigt war schon fertig und dann ereignete sich auch was in meinem Leben, was ich als Segen weitergeben kann. Ich habe genau das getan, was ich euch gerade sage. Ich habe früh gebetet, habe meine Entscheidungen, mein Leben etc. in Gottes Hände gelegt. Und auch wenn ich das tue, bedeutet das nicht, dass alle Entscheidungen, die ich treffe, wahrscheinlich perfekt sind. Zumindest möchte ich euch nur kurz umrahmen, dass es eben auf Arbeit bei einem Rettungseinsatz, ich einen schweren Dienstunfall erlitt, jetzt erst vor anderthalb Wochen, und mit meinen Kameraden selbst in Not geriet und dafür auch Rettung von außerhalb brauchte. Wir waren sozusagen nicht mehr in der Lage, uns selbst zu retten. Und ich bin Gott sehr, sehr dankbar, dass sein Segen für mich, weil was ich auch tue, für meine Entscheidungen und für meine Kollegen galt, dass wir bewahrt wurden. Und es gibt so viele Möglichkeiten zu segnen. Unzählige eigentlich. Ich möchte bloß ein paar wenige andeuten. Die Arbeitsstelle, wie auch schon bei mir gerade erwähnt,
mit allen Kollegen, internen Abläufen, Strukturen und was uns da alles begegnen kann. Wie schon erwähnt, die eigene Familie, liebe Verwandte, Freunde, Bekannte, bei der Freizeitbeschäftigung, in persönlichen Beziehungen. Überall ist das Segen Gottes ein Segen. Das Wort spricht schon für sich selbst. Und es hätte auch der Carsten noch für uns, was er uns mitteilen möchte. Ich denke, wenn wir uns sowas gemeinsam erzählen, ermutigt das viel mehr, als wenn ich mir was Schönes ausdenke. So. Jetzt sprichst du mich an. Jetzt. Ja, ich arbeite als Abteilungsleiter in einem Ingenieurbüro hier in Freiberg und wir sind als Kollegen deutschlandweit ja, im Arbeitsschutz unterwegs, hauptsächlich auf Baustellen. Das ist ein schöner Job, der mir viel Freude macht und auch da gibt es schwierige Zeiten. Als im Januar diesen Jahres zwei meiner Kollegen gekündigt haben und wir erst mal vor einem Problem standen, wie sollte diese Arbeit weiter abgedeckt werden? Und da musste ich natürlich als Abteilungsleiter auch mit in die Bresche springen und bin deswegen seit Ende Januar immer wieder in Baden-Württemberg an der französischen Grenze die ganze Woche auf Einsatz. Das ist eine schwere Zeit auch zu Hause für meine Familie, wo meine Frau mit den Kindern alles alleine stemmen muss. Und trotzdem dürfen wir auch da Gottes Segen spüren. Ich bin dankbar, einen Chef zu haben, der auch Christ ist. Und seit November letzten Jahres haben wir entschlossen, mit einem gemeinsamen Gebetsfrühstück Montagmorgen in die Woche zu starten. Ein Frühstück, wo sich einfach Führungskräfte und Geschäftsführer treffen, um auch für ihre Mitarbeiter, für ihre Firmen zu beten. Und auch unsere Personalsituation haben wir natürlich dort mit gemeinsam vor Gott gebracht. Und es ist wahnsinnig gut zu sehen, wie Gott da Wege führt und leitet. Einen Kollegen konnten wir nahtlos ersetzen, weil wir mit jemandem anders schon im Gespräch waren, der bei uns anfangen wollte. Den hatten wir eigentlich für eine ganz andere Stelle vorgesehen. Dort konnten wir wechseln. Und vor anderthalb, zwei Wochen rief uns jemand an, mit dem wir ja vor einem reichlichen Jahr schon mal im Gespräch waren. Der hatte sich dann aber andersweitig entschieden und ist zu einer anderen Stelle gegangen. Und jetzt rief er auf einmal wieder an und fragte, habt ihr Arbeit für mich? Und so ist es dazu gekommen, dass ich diesen neuen Kollegen seit letzter Woche auf der Baustelle einarbeiten konnte. Und so ist in Anführungsstrichen für mich diese gesamte Woche der Arbeit außer Haus ja ein Ende dafür absehbar. Und ich kann euch das einfach nur auch so weitergeben und ermutigen, auch diese schwierigen Situationen, wenn jetzt ein Problem auf Arbeit da ist, legt das in Gottes Hände und er hat da, ja, Pläne und Ideen und Vorstellungen, wo wir gar nicht hindenken. Und das durften wir nicht bloß in diesen zwei Fällen, sondern auch in anderen personellen Situationen erleben. Dankeschön. Was mir kurz vor Schluss meiner Predigt noch am Herzen liegt, ganz persönlich, wie es auch in der Bibel immer wieder erwähnt wird, ist das Segnen kranker Menschen. Als Notfallsanitäter habe ich auch immer wieder mal die Möglichkeit, das im Rettungswagen selbst zu tun. Und ja, ich finde es einfach gut. An vielen Stellen wird ja darauf hingewiesen, uns in Not und Krankheit selbst an Gott zu wenden. Oder aber eben von anderen Mitmenschen gesegnet zu werden. So ein Stück weit das Leid gemeinsam tragen, zu füreinander da zu sein, Segen zu sein. Gemeinsam glauben,
sich im Glauben gemeinsam stärken und vor Gott zu treten. Und dieses herrliche Vorrecht in Anspruch nehmen zu dürfen, in seinem Namen Gutes in das Leben des Kranken hineinsprechen zu dürfen. Also lasst uns doch unsere Kranken segnen und es bei Gott belassen, was genau geschieht. Ja, auch ich kenne die Angst, dass nichts geschieht. Und auch ich möchte Gott nicht herausfordern oder einen hoffenden Kranken enttäuschen. Jeder sollte also in Liebe und Demut, mit Rücksichtnahme, aber auch mit Glauben, das beten, was er meint, von Gott zu empfangen. Und jetzt wird's noch heiser. Jesus sagte ja uns, ich habe es vorgelesen, dass wir unsere Feinde segnen sollen. Ich weiß, diesen Bibelvers kennen alle. Beim Segnen der Kranken ist oft Angst dabei. Oder die falsch verstandene Verantwortung des Erfolgs. Aber wir selbst keine Macht über die Krankheit haben. Aber beim Segnen der Feinde sind wir persönlich stark betroffen. Unsere Verletzungen sprechen hier eine ganz andere Sprache als Segnen. Und der Widerwille, gerade dem Menschen Gutes zuzusprechen, der doch dafür verantwortlich scheint, warum ich so verletzt bin, ist verständlicherweise oft sehr hoch. Dazu hieß es ja auch noch ein Segen sein. Was bedeutet, dem Feind selbst noch Gutes zu tun? Aber auch hier soll alles bei Gott liegen. So verstehe ich das folgende Kohlen sammeln auf dem Haupt des Feindes, wie ich im Römer vorgelesen habe. Alles Gericht, alles Urteil liegt bei Gott. Dazu sind wir nicht berufen. Wir, und das möchte ich noch einmal wiederholen, sind zum Segnen berufen. Gutes im Namen Gottes zuzusprechen, Gutes im Namen Gottes zu tun, Licht und Salz zu sein in dieser Welt, diese Welt zu segnen. Erinnert euch noch an meine Frage, welche ich stellte, ob Esau ein Realist war? Nein, Jakob ist der wirkliche Realist, denn der Segen Gottes existierte ganz real in seinem Leben. Amen.